Am 23. März 2024 ging es mit dem sogenannten Muffeltopf 58 1111 und dem Bebra-Sonderzug auf die klassische Rodelblitzstrecke von Eisenach nach Arnstadt über Schmalkalden. Zuerst ging es Tender voraus von Bebra bis Eisenach. Das Wetter an diesem Tag hatte einiges zu bieten. Zuerst Regen, später Schnee, dann mal wieder Sonne und natürlich Wind. So geht es jetzt bei strömenden Regen an der Werrabrücke in Hörschel kurz vor Eisenach los. Nach dem Kopfmachen in Eisenach geht es jetzt Kessel voran auf die Förder Rampe, hier noch im Eisenacher Stadtgebiet. Der Regen blieb uns auch am berühmten Wartburgblick erhalten. Jetzt bei der Einfahrt in Bad Salzungen. In Kürze gibt es gleich Wasser dann von der Feuerwehr, bevor es dann weitergeht Richtung Arnstadt. Kurz hinter Immelborn befindet sich dieser kleine Teich bei der Ortschaft Hauenhof und mit Volldampf geht es dran vorbei Richtung Wernshausen. Der Anstieg nach Altersbach verlangt von der 58er einiges ab.
Der Haltepunkt Benshausen liegt zwischen zwei Tunneln. Hier jetzt der Blick auf das Ostportal des 273 Meter langen Rote-Bügel-Tunnels. Auf dem Rennsteig wurde das Wetter dann richtig turbulent, es fing kräftig an zu schneien. Zwanzig Minuten später in Arnstadt dann blauer Himmel und Sonnenschein. Die 58 wurde dann im BW versorgt und gedreht, bevor es dann am Nachmittag auf die Rückfahrt nach Bebra ging. Auch über Ostern war dann die 58 1111 Gast im BW Arnstadt und stand dort für Führerstandsmitfahrten zur Verfügung. Nach der Präsentation der Lok auf der Drehscheibe geht es jetzt zum Kohlebansen. Für solche Fahrten ist natürlich so eine Eisenbahninfrastruktur, wie es das Bahnbetriebswerk Arnstadt noch bietet, sehr wichtig, um die Lok entsprechend für die weitere Fahrt vorzubereiten. Und es bietet natürlich auch das richtige und passende Ambiente für solche Sonderfahrten. Ich kann den Besuch im BW Arnstadt nur empfehlen. Es befindet sich eine stattliche Sammlung an Fahrzeugen verschiedener Traktionsarten im Ringlokschuppen. Und die bestehen vor allen Dingen aus denen aus der Reichsbahnzeit. Jetzt wird die Lok mit dem EDK bekohlt, danach geht es noch zum Wassernehmen, wahrscheinlich auch nochmal ausschlacken und danach wird die Lok nochmal in die richtige Fahrtrichtung gedreht, schiebt dann den Zug wieder raus in den Bahnhof und nach dem Umsetzen steht es dann wieder Kessel voraus Richtung Eisenach und da geht es dann am, ja, sagen wir sagen, späten Nachmittag zurück. Ich erwarte den Zug dann nachher in Grevenroda und ja, schon Wahnsinn, was diese 103-jährige Dame so alles leistet. Thank you.
Zurück wieder in Benshausen kam sogar mal kurz die Sonne hervor, bevor die 58er aus dem Rote-Wand-Tunnel stürmte. Hier jetzt der Anstieg nach Altersbach von der anderen Seite aus. Im Bahnhof Schmalkalden erfolgte dann ein Ausstiegshalt und eine Kreuzung mit dem Triebwagen. Am Ortsausgang von Immelborn befindet sich dieser kleine Teich. In Kürze wird dann Bad Salzung erreicht und dort gibt es wieder Wasser für die Lok.
In Oberon, wie man sieht, war es dann schon dunkel. Andere Videofreunde hatten da eine Beleuchtung aufgebaut, um den Bereich um die Formsignale etwas auszuleuchten. Ja, vielen Dank dafür. Wir konnten das natürlich gleich mit nutzen und haben uns mit dazugestellt und die Aufnahmen bei der Ausfahrt aus Oberon gemacht. Das war es mal wieder. Vielen Dank wieder Daniel für die ergänzenden Aufnahmen. Das ist immer sehr hilfreich. Ja, bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Film sage ich Ciao.